Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, jetzt bin ich unterwegs zum Windpark Dautenheim, Hagen-Weisheim-Eppelsheim. Kenne den Windpark ja jetzt schon aus vielen unterschiedlichen Richtungen. Von Freimersheim aus gesehen, vom Kloppberg aus, der liegt ja direkt nebendran. Ja, und letzte Woche habe ich von Freimersheim aus gesehen, dass hier noch eine neue Nordex-Anlage im Bau ist. Da stand nur der Turm letzte Woche. Ja, und so wie es aussieht, haben sie heute gerade das Maschinenhaus gezogen. Hängt nämlich noch am Haken, also haben sie scheinbar heute erst gezogen. Ja, hier stehen unterschiedliche Enercon-Anlagen. 6 E101, eine E115. Dann haben wir noch Vestas V112, drei Stück. Und Senvion 3.2 und 3.4M, 104 bzw. 114. Ja, und im Anschluss hier ist dann direkt der Kloppberg. Da sieht man jetzt nur die E82 rausgucken, weil die anderen Anlagen zu klein sind. Ja, ich werde jetzt mal hinradeln und mir mal die neue Nordex aus der Nähe anschauen. So, ich bin jetzt hier auf dem Berg angekommen, im Windpark, und hier hat man nochmal eine sehr schöne Übersicht. Ja, hier stehen E101. Da hinten, das müsste eine Senvion 3.2M 114 sein. Nebendran dann die E115. Da hinten ist die Nordex-Baustelle. Das hier müssen dann Senvion 3.4M 104 sein. Und dann haben wir hier noch 3x412. Da nochmal eine Senvion. Und hier rechts von mir stehen auch nochmal E101. Drei Stück. Ja, und hier im Hintergrund sieht man dann den Kloppberg. Ich habe den Windpark hier ja schon mal vom Kloppberg aus gefilmt. Da stehen die ganzen kleinen Dinger. Die N43 auf Gittermast. E48, E53. E82 sind so mit die größten. 417 gibt es auch noch zwei Stück. Die so cool, die kleinen Dinger. Ja, und heute ist einfach echt Bombe, die Aussicht. Super toller Ausblick auch von hier wieder. Da hinten ist Wörstadt. Da war ich wohin. Da sieht man auch noch mal, wo der neue Turm gebaut wird. Da sind dann die E82 und die Kennersys-Anlagen. Und da hinten ist dann der andere Turm für die andere V150. Ja, hier drüben ist dann Windpark Heimersheim. Also Alzey ist hier echt umzingelt von Windparks. Und das meine ich jetzt im positiven Sinne. Ja, und dann hier drüben ist dieser Vestas 412 Park, was ich jetzt gar nicht wieder heißt. Und da hinten ist jetzt Freimersheim, Mauchenheim, Walheim.
Und da sieht man sogar wieder den Schneeberger Hof. Westers stehen alle, Enercon läuft. Da hinten ist dann Windpark Flomborn, den ich jetzt auch schon mal von Freimersheim oft gezeigt habe. Auch wieder jede Menge Anlagen. Und dann da hinten den Windpark, da habe ich noch gar nicht besucht, das Windpark Monsheim. Auch wieder Enercon, Senvion, G. Und hier ist dann Windpark Gundersheim-Bermersheim. Da ist die E141 und die G. Also die Region hier ist einfach echt richtig krass. Und ja, ich hatte es in einem anderen Video schon mal erwähnt. Landkreis Alzey-Worms ist auf Platz 7 in Deutschland, was Windkraft angeht. Also die sind echte Vorreiter. Naja, genug gelabert. Jetzt fahre ich mal zur Nordex-Baustelle. So, jetzt stehe ich hier in der Nähe von der neuen Nordex-Anlage. Ja, es wird eine Nordex N117 Delta, 3,6 Megawatt. Ja, im UVP-Portal habe ich gelesen, dass sie 140 Meter Nabenhöhe haben soll. Es ist allerdings ein Stahlturm. Also meines Wissens nach gibt es den Stahlturm gar nicht mit 140 Meter. Es müssen dann 134 Meter sein. Die Nordex N117 kenne ich jetzt bisher dann nur auf Venturturm, wie in Uetze zum Beispiel, oder normalem Hybridturm, die älteren dann Gamma. Aber der Turm hier sieht fast genauso aus wie der Turm für die N149 in Walheim. Also auch unten so schön braun, und da sieht man halt, wo er verschraubt ist. Also der ist echt super schlank. Also schätze ich mal, dass das 134 Meter sind. Ja, Projektierer ist hier auch Gaia, wie bei der E103 in Mainz. Sieht auch cool aus, mit dem weißen Logo. Ja, das Maschinenhaus scheinen sie gerade erst hochgezogen zu haben. Das hängt eigentlich schon eine ganze Weile, den ganzen Vormittag eigentlich am Haken. Habe ich sogar von Wörstadt aus gesehen. Werden sie gerade dann am Verschrauben sein. Kommt der Triebstrang rein, die Narbe. Aber andere Komponenten sehe ich jetzt hier gar nicht. Also von den Rotorblättern keine Spur. Vielleicht sind die auch irgendwo versteckt, aber von hier aus sieht man sie jedenfalls nicht. Und auch die Narbe nicht. Was auch verrückt ist, dass die Anlage halt komplett oder direkt neben der Straße steht. Also muss man ja eigentlich einen gewissen Abstand halten, aber die steht hier direkt an der Straße. Fährt jetzt leider kein Auto vorbei, aber... Ja, und hinten dran, hier ist nochmal der Kloppberg. Ich möchte auch gleich nochmal einen Abstecher hin. Wenn ich Zeit habe. Und ich stehe hier gerade unter einer Repower 3.4M104. Ja, was auch witzig ist, was ich gar nicht wusste, was mir jemand erzählt hat, der vorher bei Senvion gearbeitet hat. Ich dachte immer, dass Senvion Repower aufgekauft hat, aber das stimmt gar nicht. Man hat einfach nur Repower umbenannt, weil es gab irgendeinen Schweizer, der ein Patent auf den Namen Repower hatte, der Unmengen Geld dafür wollte. Und deshalb hat man es halt zu Senvion umbenannt. Oh, jetzt pitcht sie die Flügel raus.
Ja, wusste ich auch nicht. Witzige Geschichte. Aber den Namen Repower finde ich irgendwie schöner. Naja, ich gucke jetzt mal, ob ich an die Nordics noch ein bisschen näher rankomme. Ob es da sonst noch was zu sehen gibt. So, jetzt stehe ich mal ein bisschen näher dran. Also von den Rotorblättern keine Spur. Vielleicht werden die halt so zeitig angeliefert, dass sie direkt montiert werden können. Narbe sehe ich auch nicht. Ist jetzt auch echt nicht so viel Platz, um irgendwas zu lagern. Ja, aber es sieht so aus, als ob der Triebstrang auch schon drin ist. Dann haben sie heute wohl Gondel gezogen und Triebstrang. Ja, letzte Woche, als ich in Freimersheim war, stand gerade so die ersten 2-3 Turmröhren. Und dann haben sie wohl diese Woche ja so weit fertiggestellt, wie sie jetzt ist. Ja, mal abwarten, ob jetzt dann die nächsten Teile eventuell noch heute Nacht kommen oder morgen. Und dann wird sie wahrscheinlich nächste Woche fertig sein. Je nachdem, wie viel Wind ist natürlich. So, ich stehe immer auf der anderen Seite. Ja, Kran hat sich jetzt gerade gelöst. Triebstrang ist jetzt montiert. Hinten steht es nochmal drauf. Nordex Delta N117. Daran erkennt man es. Ja, interessant. Also es ist jetzt von allen Herstellern hier im Park so diese Größenordnung von Anlage vertreten. Also V112, Zenvion 3.2 M114, Enercon E115, Nordex N117. Alle so die gleiche Größe ungefähr. Ja, der Turm wird auch jetzt hier mit so Spannseilen hier noch stabilisiert, scheinbar, wenn die Anlage dann hier so steht im Wind, dass der Turm nicht so sehr hin und her wackelt, wenn noch keine Rotorblätter dran sind. Da sieht man nochmal die anderen Anlagen. Zenvion 3.4M. Ja, auch hinten am Horizont, ich finde das immer wieder krass, diese Masse an Anlagen. Das ist jetzt der Windpark Flomborn. Da stehen die kleinen G. Und da dann die ganzen V112. Und hinten dran ist auch nochmal ein fetter Windpark mit V112. Da ist jetzt Freimersheim-Mauchenheim. Und hinten dran nochmal Schneebergerhof. Da ist die Nordex. Ja, würde mich echt mal interessieren, ob sie jetzt genauso lange für die Inbetriebnahme dieser Anlage hier brauchen, wie für die N149 in Walheim. Würde mich echt mal interessieren. Wir werden sehen. So, jetzt als letzte Tat des Tages machen sie noch den Deckel drauf. Hängt gerade am Haken. Das ist ja super leicht, das geht jetzt relativ schnell, nicht dass heute Nacht regnet und dann regnet es rein auf den Generator und Triebstrang. Das wäre blöd. Ja, ich denke mal, dass sie dann nächste Woche fertiggestellt wird. Ich bin ja öfters in der Region hier unterwegs. Ich werde dann sehen, wenn sie fertig ist. Ja, ich würde mich dann jetzt auf den Rückweg machen, dass ich meinen Zug nicht verpasse. Ja, war jetzt nur ein kurzes Video hier aus dem Windpark. Hab mir ja schon öfters mal gezeigt. Aber es hat mich jetzt mal interessiert, die Nordex hier zu sehen. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Hab wieder ein paar Drohnenaufnahmen im Anschluss. Viel Spaß damit.
Und dann sehen wir uns im nächsten Windpark. Halt die Ohren steif und bis dann. Thank you.